Einen schönen guten Abend am heutigen 14. Mai 1998. Sport am Infokanal der Firma Expert Kern. Wir blicken zurück auf das Spiel der 21. Runde in der Regionalliga Mitte zwischen der Union Doppel Korbach-Berg und dem Wolfsberger AC. Dieses Spiel hat am vergangenen Samstag, 9. Mai, auf der Rohrbacher Sportanlage stattgefunden. Herr Rohrbach-Berg hier, die Mannschaft in den grünen schwarzen Dressen. Es war ein Spiel zweier Mannschaften, die in der Frühjahrstabelle an dritter und vierter Stelle lagen. Also eine Ausgangsposition, die alle Ergebnisse zulassen würde, obwohl Wolfsberger AC aufgrund der gesamten Meisterschaft als Favorit einzustufen war. Das Schiedsrichter-Trio kam aus der Steiermark. Das Spiel wurde bei herrlichem Wetter ausgetragen, beinahe zu warm. Die Zuschauerkulisse war eher dürftig. Das war zurückzuführen auf die große Anzahl von Samstagspielen, die es an diesem Wochenende gegeben hat. Muttertag war ja am Sonntag und daher zogen es viele Mannschaften vor, bereits am Samstag ein Meisterschaftsspiel auszutragen. Hier ja, der erste Angriff auf das Rohrbacher Tor und Gott sei Dank ging der Schuss ans Außennetz. Rohrbach bereitet einen Angriff vor und Radek Popelka verliert das Leder. Manfred Fuchs rutscht dazwischen und zu allem Unglück landet sein Abwehrversuch im eigenen Tor. Ja, damit war das ganze taktische Konzept dahin. Wolfsberg ging bereits in der 6. Spielminute mit 1:0 in Führung. Ja, nochmals die gesamte Szene in Zeitlupe. Radek Popelka, die Suche nach einem Mitspieler, ging fatal aus. Manfred Fuchs will noch retten. Und leider, er traf mit seinem Schuss ins Rohrbacher Tor. Und so gingen die Gäste aus dem oberen Lavantal mit 0:1 in der Fremde in Führung. Ja, wieder ein Pass zurück. Ja, die Rohrbacher taten sich in der ersten Halbzeit im Spielaufbau ziemlich schwer. Wieder eine kritische Situation. Ja, wieder ein Cheater Schiedsrichter. Dann auf Abseit. Und so blieb es beim 0:1 für den Wolfsberger AC. Jetzt der erste Angriff aus Rohrbacher Sicht. Aber der Schuss war eine sichere Beute des sicherlich ausgezeichneten Wolfsberger Tormannes. Kurze Zeit später wieder ein gefährlicher Angriff. Ja, Rohrbach wieder beim Herausspielen mit großen Problemen. Radek Popelka verliert wieder den Ball. Und Harald Batschel mit der Nummer 12. Das ist ja Wahnsinn, was der heute. Nutzt diese Gelegenheit, nutzt dieses Geschenk zum 2:0 für seine Mannschaft. Wir sehen auch dieses Tor nochmals in der Zeitlupe. Ernst Richtsfeld spielt zu Radek Popelka. Ja, das aggressive Stürmerverhalten der Wolfsberger hat unserer Hintermannschaft starke Probleme bereitet. Wahrscheinlich die Erfolge der letzten Wochen taten zu manchem Spieler wieder nichts Gutes. Es wurde wieder auch auf Risiko gespielt.
und zweimalige Abspielfehler aus der eigenen Verteidigung heraus nutzen die Kärntner eiskalt zu einer 2:0-Führung. Und der zweite Treffer fiel ja bereits in der 15. Spielminute, somit hieß es nach einer Viertelstunde bereits 2:0 und das Spiel war damit gelaufen. Wieder ein Angriff der Kärntner. Ja, auch diese Szene zeigt Ihnen, dass die Kärntner Spieler einfach ums Eizerl schneller am Ball waren oder immer wieder zum Ball kamen, auch wenn bei dieser Aktion nichts dabei herausgekommen ist. Der Ball dürfte sich bereits unter der Torauslinie befunden haben. Jetzt im Gegenzug erkämpft sich Klaus Schuster das Leder. Flanke zur Mitte, aber das war wieder eine sichere Beute des Wolfsberger Torhüters. Ja, die Zuschauer genossen die Sonne oder konnten sich schon einstimmen, was uns hoffentlich der Sommer bringen wird. Hitze, Badetemperaturen. Lassen wir uns überraschen, wie der Sommer 1998 ausschauen wird. Jetzt setzt sich Herbert Zach durch. Aber ein Kärntner Verteidiger kann noch vor Manuel Englert erklären. Damit blieb es weiterhin bei der 2:0-Führung für Wolfsberg AC. Und hier die gefährlichste Aktion der ersten Halbzeit. Gefährlichste Aktion für das Wolfsberger Gehäuse. Aber der Torhüter war auf dem Posten und konnte diesen Kopfball seines eigenen Mitspielers über die Latte drehen. Wir sehen diese Aktion nochmals. René Behan flankt in den Strafraum. Der Verteidiger vom Wolfsberger AC will klären. War sicherlich nicht beabsichtigt, dass er hier seinen Torhüter mit diesem Kopfball so prüfen würde. Aber der Torhüter war auf dem Posten und konnte somit den Anschlusstreffer verhindern. Eckball für den Wolfsberger AC. Und hier war Torhüter Gerhard Galeitner auf dem Posten. Ja, da ist die Co-Betreuerbank der Rohrbacher. Die Damen, die ihre Männer so tatkräftig unterstützen, sei es als Funktionär, als Betreuer oder auch als Spieler, sind die treuesten der Treuen, die hinter unserer Mannschaft stehen. In guten und in bösen Tagen kann man beinahe sagen. Ja, und zur Überraschung des Publikums in der 37. Spielminute bereits das 3:0 für den Wolfsberger AC. Wieder eine unglückliche Situation aus Rohrbacher Sicht. Ernst Richtsfeld kann diese Flanke aus dem Strafraum befördern, genau zu Günter Scheucher. Er nimmt aus rund 18 Metern Maß auf das Rohrbacher Tor und sein Schuss wird durch Klaus Lindorfer abgefälscht, unhaltbar für unseren Torhüter Gerhard Galeitner. Und somit stand es 3:0 für den Wolfsberger AC und ein Debakel zeichnete sich ab. Jetzt nochmals eine Angriffsaktion der Rohrbacher, Roland Löffler verzog aber. Das war die letzte bemerkenswerte Aktion in der ersten Halbzeit. Aber damit blieb es beim 3:0 für den Wolfsberger AC und damit wurden die Seiten gewechselt. Und die zweite Halbzeit begann wieder mit einem Angriff der Wolfsberger.
Der nachfolgende Eckball brachte dann nichts ein, dann einige Zeit später ein Freistoß für den Wolfsberger AC. Aber Gott sei Dank zirkelte der Kärntner Spieler den Ball über das Tor. Wieder Wolfsberg im Angriff, Burkhard Rupp, Flank zur Mitte. Aber Gott sei Dank war der Schiedsrichterassistent, der Linienrichter auf der Höhe und der Schiedsrichter-Trio aberkannte diesen Treffer wegen Abseits. Überhaupt muss man den steirischen Schiedsrichter ein großes Lob zollen. Die Partie war aber auch nicht schwer zu leiden. Ja, unter den Zuschauern auch ein ehemaliger Rohrbacher Spieler, Fritz Draxler, der noch immer bei Amateure Steyr das Tor hütet. Ja, und auch die Jüngsten der Jüngsten sind dabei. Einer aus der Lindorfer Dynastie. Ja, wer weiß, vielleicht spielt er auch einmal in der Kampfmannschaft der Union Robert Berg. Und hier die gefährlichste Aktion aus Rohrbacher Sicht in der zweiten Halbzeit. Überhaupt der erste wirklich zwingende Angriff, der von Rohrbacher Spielern ausging. Es war in der 72. Spielminute. René Beham kam an den Ball und mit einem tollen Reflex konnte der Torhüter von Wolfsberg AC den Ball ins Torhaus drehen. Der nachfolgende Eckball brachte dann nichts mehr ein. Wieder Rohrbach im Angriff, Manuel Entleder spielt zu Peter Wiesinger. Sein Schuss fiel aber zu leicht aus. So blieb es weiterhin beim 0:3. Scheitern sie wirklich. Wieder die Rohrbach im Angriff. Ja. In der zweiten Halbzeit konnte Rohrbach Berg die Partie offen gestalten. Und in der 34. Spielminute zückte der Schiedsrichter zum ersten und einzigen Mal in diesem Spiel die gelbe Karte für einen Spieler aus Wolfsberg. Freistoß für Union Doppelkorbach-Berg. Eine Idealdistanz für unseren Spezialisten in diesem Metier. Radek Popelka hatte die Chance gehabt, einiges gut zu machen. Zwei der drei Tore gehen ja sicherlich aus seine Fehler zurück. Ja, die Richtung hätte gestimmt, aber etwas zu hoch angetragen. Somit blieb es beim 3:0. Ja, auch wenn wir an diesem Samstag mit unserem Radek Popelka nicht zufrieden waren wegen dieser Abspielfehler, man muss aber trotzdem anerkennen, die Erfolge der letzten Wochen sind auf seine tolle Leistung zurückzuführen. An diesem Samstag ging eigentlich alles schief. Und so kam diese deutliche Niederlage gegen Wolfsberg AC zustande. Und damit war das Spiel vorüber. Endstand in der 21. Runde der Regionalliga Mitte zwischen Union Doppelkorbach-Berg und dem Wolfsberger AC. Wolfsberg siegt mit 3:0 und rückt damit in der Tabelle der Regionalliga Mitte weiter nach vor. Ja, die weiteren Ergebnisse der 21. Runde. Rapid Lienz unterliegt zu Hause dem Titelfavoriten Austria Klagenfurt VSV. Also der Fusionsmannschaft aus Kärnten mit 1:2. St. Florian besiegt mit Riesenglück die Mannschaft von Fabio Sol mit 1:0. SVG Bleiburg liefert die Sensation in dieser Runde mit dem 3:0-Sieg gegen den Tabellenführer ASK Volzberg. Zeltweg und Gradkorn trennen sich mit einem 0:0. Leibniz besiegt Pöller mit 2:1 und SRK Klagenfurt besiegt SV Böttinger Christkirchen mit 5:3. Ja, einige bemerkenswerte Ergebnisse, das hat folgende Auswirkungen in der Tabelle. FC Austria Klagenfurt Villacher SV übernimmt die Tabellenführung mit 42 Punkten und einem Torverhältnis von 38:13, Tordifferenz plus 25.
Pfalzberg liegt punktegleich dahinter mit einem Torverhältnis von 32:19, Tordifferenz plus 13, also doch ein großer Abstand schon. An dritter Stelle liegt wieder St. Florian mit 34 Punkten, dahinter folgen mit 33 Punkten vier Mannschaften, Wolfsberg, SK Klagenfurt, FC Gradkorn und SVG Bleiburg. An achter Stelle liegt Leibniz, 9. ist Christkirchen, 10. Rapid Lienz, 11. Böller, 12. Flavia Solva, 13. FC Zeltweg und 14. Union Doppelkorbach-Berg mit 15 Punkten. Wobei man zu dieser Tabelle noch bemerken muss, dass Flavia Solva einen Punkt weniger aufweist, da er das Spiel gegen SV Leibniz mit 0:3 strafverifiziert wurde. Die nächste Runde wird in der Zeit von Freitag, 15. Mai bis Sonntag, 17. Mai ausgespielt. Rohrbach-Berg muss in die Fremde, spielen am Samstag, 16. Mai um 17 Uhr schon gegen FC Austria Klagenfurt, Villach SV. Dort werden die Trauben sicherlich hochhängen. Rohrbach hat dort nichts zu verlieren, kann höchstens eine Überraschung liefern. Das nächste Heimspiel findet bereits am Donnerstag, 21. Mai um 17 Uhr statt. Das ist der Christi Himmelfahrtstag. Rohrbach empfängt in der 23. Runde der Regionalliga Mitte die Mannschaft von Flavia Solva. Ja, wenn Flavia Solva nicht in der nächsten Runde Punkte macht, dann kann man davon ausgehen, dass Rohrbach, wenn die Leistung wieder stimmt, durchaus die rote Laterne abgeben kann. Flavio Solva kann man ja auch schon zu den Fixabsteigern zählen. Ja, und damit steigen wir mehrere Klassen tiefer zu den Ergebnissen in der zweiten Klasse Nordwest. Vom vergangenen Wochenende Kollerschlag besiegt auswärts TSU Waldmark mit 4:0. Nebelberg besiegt die zweite Kampfmannschaft Union Doppelkorbach-Berg mit 3:1. Rohrbach-Berg ging durch einen Treffer von Thomas Baumgartner zwar mit 1:0 in Führung, musste aber dann drei Gegentreffer einstecken. Öpping besiegte Kirchberg ob der Donau auswärts mit 4:0. Anne Reit siegt über Eigenschlägel mit 4:2. Der Tabellenführer Neufelden siegt weiter mit einem 2:0 gegen Union Lembach. Und Julbach besiegte Hofkirchen mit 4:2. Neufelden liegt weiterhin mit 6 Punkten vor Union Nebelberg, strebt also unaufhaltsam den Meistertitel zu. Rohrbach-Berg ist an die 5. Stelle zurückgefallen, punktegleich mit Anreit, kann aber im nächsten Heimspiel im direkten Duell Anreit wieder überholen. Müssen aber die Nachbarn aus Anreit besiegen. Waldmark und Kirchberg weisen nach wie vor nur 5 Punkte auf. Insgesamt sind noch 5 Runden zu spielen. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sportsendung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommenden Donnerstag beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern wieder einschalten würden. Donnerstag 20.15 Uhr Sport im Kabel TV auf RLT, Rohrbacher Lokaltelevision. Guten Abend.